So, heute möchte ich gerne über Gerichte sprechen. Gerichte ganz allgemein, ein bisschen in die Geschichte gehen der Gerichte und dann möchte ich mir gerne angucken, was heute in Gerichten überhaupt passiert. Nun, in der Vergangenheit, das denke ich, ist relativ klar, dienten Gerichte dazu, um rechtliche Streitigkeiten zu klären. Also, die meisten kennen natürlich Strafgerichte. Wenn früher jemand von Strafgericht gestellt wurde, dann wurde er hinterher entsprechend des Verbrechens nach alttestamentarischen Regeln bestraft, wie zum Beispiel das im Landrecht der Fall war. Das heißt, wurde jemand eines Mordes überführt und gab es zwei Zeugen, die also unter ihrer unbegrenzten Haftung ausgesagt hatten, dass sie den Angeklagten gesehen haben, wie der einen anderen ermordet hatte, dann war das genug, um den zu verurteilen. Und dann wurde er also zum Tode verurteilt. Und das Urteil wurde dann auch nicht lange hinausgezögert. Das fand dann entweder beim nächsten Sonnenaufgang statt oder nach der nächsten Sonnenwende oder wie auch immer. Es gab da ganz bestimmte Regeln und es gab dann nicht die Möglichkeit da, einen Einspruch einzulegen oder in die Revision zu gehen oder in die Berufung zu gehen. Es sei denn, jemand konnte beweisen, dass beide Zeugen gelogen hatten. Und wenn er das konnte, dann brauchte er wiederum auch noch einen weiteren Zeugen. Dann wurden die Zeugen anstatt des Angeklagten hingerichtet. Also die ersteren Zeugen, die bezeugt hatten, dass der Angeklagte tatsächlich den Mord begangen hatte. Ja, also da wurde dann derjenige, der beschuldigt hatte, genauso bestraft, wie der Beschuldigte bestraft worden wäre, wenn er tatsächlich schuldig gewesen wäre. Und das hat dafür gesorgt, dass man es also sehr genau nahm, dass man niemanden zu Unrecht beschuldigte. Nun, natürlich gab es immer die Möglichkeit, dass sich zwei verschworen hatten und dafür gesorgt hatten, jemanden sozusagen auf diese Art und Weise loszuwerden. Aber gut, das waren die Regeln damals. Also ein Leben für ein Leben, das war also Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das war also die Gerichtsbarkeit im Landrecht. Und das war die eine Seite. Aber natürlich gab es schon immer Gerichte oder Schiedsgerichte, kann man auch sagen, bezüglich Handelsstreitigkeiten. Das heißt, wenn es um irgendwelche Verträge ginge, wenn es darum ging, ob jemand sein Wort gehalten hat bezüglich einer Zusage. Und das waren bei weitaus die viel gängigeren Gerichte, über die weiß man nicht so viel heutzutage, wie das früher war. Und die fanden hauptsächlich statt im Umkreis der jeweiligen Handelsgemeinschaft. Ja, das war also eine innere Angelegenheit, kann man sagen, zwischen den Handelsleuten. Und da gab es ein ganz besonderes Gericht, das nannte man den Court of the Staples, also ja, das kann man gar nicht übersetzen. Und das war ein spezielles Gericht, was hauptsächlich die jüdischen Kaufleute verwendet hatten, die auch übernommen wurden, diese Art von Gerichten, von den Königshäusern in, ja, vorwiegend erst einmal England. Aber später hat sich das dann über die ganze Welt ausgebreitet. Und in diesen Court of the Staples, da wurden Statute-Staple-Verträge verhandelt. Und was sind Statute-Staple-Verträge? Nun, das sind selbstexekutierende, selbstauthentizierende Verträge. Und wenn Sie mal das in Verbindung setzen mit dem administrativen Prozess, den wir hier ja uns schon angeguckt hatten, dann sind das selbstauthentizierende Verträge oder Vereinbarungen, nämlich wenn der andere nicht spricht, dann muss er sozusagen einen bestimmten Rechteverlust hinnehmen. Also wenn der andere nicht innerhalb einer gesetzten Frist antwortet, dann verliert er gewisse Rechte oder dann billigt er dem anderen gewisse Rechte zu. Das wird dann als ein Einverständnis gewertet. Oder typisch sind Hypothekenverträge heutzutage, das sind solche Statute-Staple-Verträge. Das heißt, wo die Partei, die den Darlehensvertrag unterschreibt oder den Hypothekenvertrag unterschreibt, der Bank weitreichende Rechte einräumt, ja. Zum Beispiel, dass sie
eine Schuld eintragen kann ins Grundbuch. Das kann normalerweise, muss das der Schuldner selber tun. Aber man gibt heute in den Verträgen, die man unterzeichnet, der anderen Partei immer das Recht, dies für einen zu tun. Nun, das ist etwas, das kann man auch für sich in Anspruch nehmen, nicht wahr? Und so ist es also so, wenn der Vertrag nach dem Buchstaben gebrochen wird, wie zum Beispiel, dass eine Zahlung nicht durchgeführt wird, dass eine oder mehrere Monatsraten nicht gezahlt werden, unangekündigt, und dass man sozusagen im Verzug ist, dann gibt es nichts mehr eigentlich vor Gericht zu besprechen, sondern dann kann die Bank sofort in die Exekution des Titels gehen, des Titels wohlgemerkt. Und in der Vergangenheit war das noch ein bisschen mehr, da konnte dann der Gläubiger unter so einem Statute-Stable-Vertrag sofort hingehen und dem Schuldner sozusagen gewisse Dinge wegnehmen. Wie zum Beispiel das, was er sich erworben hatte mit dem Darlehen eines jüdischen Kaufmannes, ja, das gehörte dann dem jüdischen Kaufmann, der konnte das einfach wegnehmen und musste auch keinen Ausgleich zahlen für den Teil der Schulden, der schon bezahlt wurde. Das ist also ein Statute-Stable-Vertrag, das ist ein selbst exekutierender Vertrag. In dem Moment, wo ein Verzug vorliegt unter diesem Vertrag, also mit anderen Worten, wo er gebrochen wurde, da konnte dann der Gläubiger unter diesem Vertrag sofort handeln. In Deutschland müssen Banken unter einem solchen selbst exekutierenden Vertrag trotzdem noch vor Gericht, wenn der Schuldner die Schuld bestreitet. Das ist dann, gibt der Bank dann noch einmal zusätzlich einen Titel, nämlich dieses Bestreiten der Schuld, dann vor Gericht zu gehen und das also dann vor Gericht einfach feststellen zu lassen. Und der Richter schaut sich lediglich den Vertrag an, der schaut sich an, was ist nicht passiert von Seiten des Gläubigers, also in welcher Weise wurde der Vertrag nicht erfüllt, und dann spricht das Gericht sozusagen das Urteil oder macht einen Beschluss diesbezüglich. Ja, das heißt, man kann vor Gericht nicht argumentieren, dass die Bank da Betrug begangen hat und so weiter mit der Hypothek. Das kann man, aber das ist nicht das, was der Richter hören und sehen kann. Der Richter kann nur eines sehen, und das ist, wurde der Vertrag erfüllt? Ja, jetzt kann man natürlich sagen, dann heutzutage vor einem Gericht, nun, die Bank hat ja auch ihren Vertrag nicht erfüllt. Und das wäre eine interessante Argumentation, aber ich sage Ihnen gleich von vornherein, das wird wenig bringen, denn das geht dann auf die Generalität, also auf die generelle Natur eines Hypothekenvertrages zielt das ab. Und wenn da ein Gericht jemals einen Beschluss fällen würde, der gegen dieses generelle Arrangement gehen würde, dann würde das sozusagen die Geldpolitik ordentlich durcheinander bringen. Also die Statute Stables, das waren die Art und Weisen, wie jüdische Kaufleute untereinander umgegangen sind, miteinander. So, und das war zu Zeiten, ich glaube, das war im 12. Jahrhundert, 11., 12. Jahrhundert, wo in England viele jüdische Kaufleute ihre Geschäfte betrieben hatten und sich die Engländer, also die nicht jüdischen Einwohner Englands, sich darüber beschwert hatten, über diese harsche Natur dieser Verträge, dass es da keinen Raum mehr gab, irgendwie noch etwas auszuhandeln oder zu debattieren, und dass die Verträge auch so angelegt waren, dass ein ganz normaler Mensch sozusagen immer im Nachteil war. Die hatten sich also darüber beschwert. Und daraufhin hat dann, King John, na, das weiß ich jetzt nicht mehr, der hatte dann gesagt, dass die jüdischen Kaufleute nur auf ihren eigenen Territorien in England solche Verträge abschließen können und auch durchsetzen können. Das heißt, die dürfen nicht allgemein durchgesetzt werden in England, auch nicht gegenüber seinen Subjekten. Und das hat dann irgendwann, hat das dazu geführt, das war, glaube ich, im 15. Jahrhundert oder 16. Jahrhundert, wo die jüdischen Kaufleute damit nicht einverstanden waren mehr, und sie wurden dann rausgeworfen aus England und wurden später aber wieder reingelassen. Das war, glaube ich, Heinrich VIII., also Henry VIII., der hat die wieder reingelassen und hat dann diese Statute Stable auch zum
System der englischen Gerichte gemacht. Das heißt, Statute Staple, Verträge, hat gesagt, das ist eine hervorragende Angelegenheit, so kann ich auch meine eigenen Subjekte dazu bringen, dass sie sozusagen ihre Pflichten erfüllen bezüglich Steuern. Und er hat ganz einfach verkündet, derjenige, der auf englischem Boden ist, der ist auch steuerpflichtig. So hat er das verkündigt. Und dadurch, dass die Leute auf englischem Boden waren, galt das als Einverständnis. Und er hat die dann also unter diesen Statute Staple Prinzipien, hat er also diese Steuergesetze durchgesetzt. Und jetzt gab es aber die Möglichkeit, das hat er auch eingeräumt, dass man den König petitieren konnte. Und da sehen wir etwas ganz Typisches, nämlich etwas, was nur wirklich eigentlich in der Admiralität vorkommt, und das ist die Petition. Man darf nicht vergessen, dass seit dem 16. und 17. Jahrhundert das Equity, also das Billigkeitsrecht im Handel, zusammengeführt wurde mit dem maritimen Recht, beziehungsweise mit dem Admiralitätsrecht. Also so weit geht es zurück, 17. Jahrhundert, würde ich sagen. Und ein Beweis zum Beispiel ist dafür der Seste Kevi Act von 1666, der unter dem Deckmantel, also der Seste Kevi Act von 1666, der unter dem Deckmantel, oder sagen wir so, der hinter dem Chaos des großen Feuers von London, damals sozusagen klammheimlich da vom Parlament eingeführt wurde, oder von dem, was übrig war vom Parlament. Und der besagte, auf gut Deutsch mal ganz knapp zusammengefasst, dass wenn jemand mehr als 7 Jahre jenseits der See verschollen ist, dass er dann als tot angenommen wird. Und dass all sein Hab und Gut in die Administration, also in das Eigentum des Staates übergeht. Und da sieht man, das ist vor über 300 Jahren passiert. Ja, fast 400 Jahre. Und das ist natürlich sehr interessant. Das heißt, da kann man sehen, dass die schon damals durchaus ein Konzept hatten von der Fiktion im Recht. Mit dieser Annahme, dass nach 7 Jahren, wenn sich jemand nicht als lebendig dann zurückmeldet, dass dann jemand tot ist, damit kann man eine ganze Menge machen. Ja? Das heißt, wenn man das nicht weiß, gilt man einfach als auf der See verschollen. Nun, dann übernimmt man das Eigentum in die eigene Administration und überlässt es denjenigen, die es benutzen wollen. Unter Lizenz sozusagen. Nun, auf jeden Fall, da will ich jetzt im Moment nicht weiter drauf eingehen, auf jeden Fall war das so, dass über eine Petition eine benachteiligte Partei sich an den König wenden konnte oder an seine Gerichte und sozusagen sagen konnte, ich kann das nicht aufbringen, das geht mir zu sehr an die Lebensexistenz. Und dann konnte der König, dann konnte das königliche Gericht etwas tun. Und die King's Bench oder die Queen's Bench, je nachdem, wer an der Macht ist, im Moment ist es die Queen's Bench, ist es ein männlicher König, dann heißt es die King's Bench. Das ist also ein Gericht, in dem das so gilt, als wie wenn der König oder beziehungsweise die Königin selber präsent sind bei jedem Verfahren. Und also in dieser King's bzw. Queen's Bench konnte man also dann eine Petition eingeben und das Gericht musste dann entscheiden, ob es tatsächlich den Anspruch des Königs oder der Königin in Bezug auf die Steuer zum Beispiel durchsetzt oder ob sie zum Beispiel einen englischen Untertan befreit von der Erfüllung eines Statute-Staple-Vertrages. Ja, das kann in extremen Situationen der Fall sein. Und da kam natürlich auch dann zum Vorschein, derjenige, der also einen Vertrag nicht erfüllen konnte, der musste sich dann in den Dienst, direkten Dienst zum Beispiel des Monarchen begeben, für 7 Jahre. Und für diese 7 Jahre war er natürlich auch dann auf der See verschollen. Denn er war jetzt in einer Dienstabhängigkeit, in einer Lehenschaft, sagt man dazu. Übrigens interessant, nicht wahr? Da kommt ja auch das Wort Darlehen her, also in einer Lehenschaft. Und musste sozusagen Dienst leisten, um die Schuld abzubezahlen. Die war aber nach 7 Jahren in jedem Fall abbezahlt oder galt als abbezahlt, zurückgezahlt. Und der Rest der Schuld, sofern noch eine ausstand, musste dann vergeben werden. Und das sind biblische Gesetze und daran haben die sich
sehr präzise gehalten. Und das hat sich immer weiter ausgebildet, diese Verschmelzung von Equity und maritimem Recht, also zwischen dem Billigkeitsrecht und dem maritimen Recht, Seerecht bzw. Admiralitätsrecht, wurde dann im Ende des 17. Jahrhunderts wirklich perfektioniert. Und es gab jetzt sozusagen natürlich dort auch noch das Landrecht. Das gab es ja auch im kontinentalen Europa, wenn man so will, also in Deutschland oder im Kaiserreich. Da gab es das ja auch, das Landrecht. Und das waren also zwei konkurrierende Gerichtsbarkeiten. Und es gab immer viel Streit zwischen den Richtern, die im Landrecht tätig waren, und den Richtern, die in der Admiralität tätig waren. Und die Richter, die im Landrecht waren, haben mit Besorgnis beobachtet, wie die Admiralität immer mehr der Gerichtsverfahren übernommen hat in ganz normalen Schuldangelegenheiten. Und alles ist ja letztendlich eine Schuldangelegenheit. Das kommt darauf an, wie man das sieht. Und haben sich sehr dagegen gewehrt, aber natürlich hat letztendlich die Admiralität gewonnen, und also Equity und Admiralität wurden zusammengelegt. Und dann wurde noch etwas gemacht, um diese Richter zu beruhigen. Alle Gerichte wurden also mit einer doppelten Gerichtsbarkeit ausgestattet. Das heißt, sie konnten entweder in der Admiralität Verhandlungen betreiben oder aber im Landrecht. Und es ist heute auch noch so, dass die District-Gerichte da drüben, die District Courts, oder die Magistrates Courts, die können immer noch entscheiden, ja, in welche Gerichtsbarkeit sie ein Verfahren tun. Es gibt da drüben nämlich das Landrecht noch. Nur ist da kaum mehr jemand drin oder kaum jemand versteht, wie man das korrekt aufruft. Also diese Richter tragen sozusagen zwei Hüte. Und das ist natürlich, wie wir wissen, seit dem Zweiten Weltkrieg immer mehr in Vergessenheit geraten. Übrigens auch da drüben. Das fing, denke ich, erst Ende der 90er Jahre an, so eine Welle der Freimänner, sagt man dazu, der Freemen, die gesagt haben, wir sind nicht mehr diesem fiktiven Kommerzrecht unterworfen, sondern wir wollen wieder wirklich ein Landrecht, ein Common Law, sagt man dazu. Ja, das Landrecht ist also Common Law. Und das ging natürlich schief, weil die nicht wussten, wie man die Gerichtsbarkeit korrekt aufruft. Und es gab da viele Versuche und viele Fehler wurden gemacht. Viele sind im Gefängnis gelandet. Aber es hat sich dann immer mehr das herauskristallisiert, was wir heute wissen, was auch im Kommerz funktioniert. Und das ist natürlich im Grunde genommen wenigstens die bedingte Annahme. Das heißt, dass man den anderen nachweisen lässt, dass er einen bestimmten rechtlichen Zug überhaupt machen darf oder auch eine Handlung vollziehen darf aufgrund der Autorität, die er hat. Und das lässt man den anderen beweisen. So, jetzt, wie sind heute Gerichte in der Admiralität, also im Staatskonkurs? Nun, es kann natürlich nichts anderes sein, als auch wiederum nur darum gehen, dass man hier versucht, Bucheinträge abzugleichen. Ja, denn auch die Gerichte müssen in der doppelten Buchführung operieren. Die können nicht in der Kameralistik operieren. Sie nehmen auch nicht mehr Gelder eigentlich jetzt für den Staat ein als solches, sondern sie operieren für den Staat, um andere Schulden, die nicht ausgeglichen wurden, in einem öffentlichen Vertrag, wie zum Beispiel mit einer Bank, wie zum Beispiel mit einer Elektrizitätsfirma, ja, oder den Energieversorgern oder wie auch immer, dem Autohersteller. Ja, da ist dann letztendlich, ist das Land immer haftbar, um diese Bilanzen auszugleichen. Denn die doppelte Buchführung ist ja jetzt nicht nur etwas, was innerhalb eines Unternehmens ausschlaggebend ist, sondern das Unternehmen hat auch im gesamten Gefüge des Konkurses einen Ledger. Ja, und der muss auch ausgeglichen sein. Das Unternehmen hat das mit dem Land oder heute auch schon viel öfter mit der Europäischen Union. Ja, das heißt, die Europäische Union hat die ausgleichende Verbindlichkeit und die Bank oder der Energieversorger ist der Schuldner. Insgesamt gesehen. Ja. Also, man muss die Dinge immer vom Kleinen sehen, also vom Detail her betrachten und dann sehen, dass das auch dann in immer größeren Zusammenhängen genau auf die gleiche Art und Weise hereinpasst. Die natürlichen Personen, ja, die haben auch eigentlich
eine doppelte Buchführung. Sie führen das zwar nicht selber, das macht der Staat wiederum, der die ausgleichende Verbindlichkeit hat, aber das könnte man. Man könnte auch als eine natürliche Person eine doppelte Buchführung anlegen zu Hause, aber das wäre einfach zu umständlich. Und so hat der Staat natürlich immer die ausgleichende Verbindlichkeit, denn es muss immer jemanden geben, der eine Schuld mit einer ausgleichenden Verbindlichkeit tilgen kann oder ausgleichen kann. Das ist in der doppelten Buchführung so. Das muss es immer geben. Und bei der natürlichen Person ist das der Staat natürlich oder das Land, je nachdem, um was für eine Sache es sich wirklich handelt. Also auch markant ist in den Gerichten, die in einem Konkurs operieren, dass alle Dinge nur in Sachen operieren, also in rem, ja, in Sachen. Das ist typisch Admiralität, in rem. Das heißt, ein Gerichtsverfahren heute beginnt immer in Sachen. Das heißt, alles, was verhandelt wird, ist eine Sache. Der Name der Person ist eine Sache. Da wird Sabine Mustermann, also in Sachen Sabine Mustermann gegen Hans Mustermann. Ja, in Sachen. Das heißt, die Namen sind Sachen. Der Körper möglicherweise auch. Es gibt inzwischen interessante Untersuchungen, wo man nachweisen kann, dass der Körper des Menschen eigentlich als Real Estate betrachtet wird, also als Land oder als Boden. Da kann man sich mal Gedanken drüber machen. Ja, denn schließlich besteht der Körper aus den Mineralien und wächst und gedeiht aufgrund dessen, was in der Erde wächst, und er kommt aus dem Staub sozusagen und er zerfällt wieder zu Staub. Ja, da gibt es dann einige, die sagen, gut, der Körper des Menschen ist Real Estate, ist also wie Boden, wird behandelt rechtlich wie Boden. Aber gut, das ist jetzt eine eher nebensächliche Frage. Das heißt, die Dinge fangen in Sachen an, in rem. Und natürlich kann eine Sache nicht sprechen. Das heißt, der Staatsanwalt kommt daher oder die Bank und fangen ein Verfahren an, eröffnen ein Verfahren in Bezug auf zwei Sachen. Und die erste Sache ist die ABC Bank und die zweite Sache ist Herr Mustermann als Darlehensnehmer. So, jetzt will der Staat auf der ausgleichenden Verbindlichkeit zunächst mal nicht sitzen bleiben. Das heißt, für ihn ist ein jedes solches Verfahren immer ein Verfahren, wo er selber ein Interesse drin hat. Also entweder das Land oder der Staat allgemein. Er hat ein Interesse daran. Er hat ein Interesse daran, wenn ein anderer einen anderen tötet. Warum? Nun, weil ein Mord vorliegt, sondern weil ein kommerzielles Schiff versenkt wurde. Ein kommerzieller Energieträger wurde versenkt. Der wurde getötet. Ja? Und die Person ist da hier nur das Vehikel. Das heißt, die Person kann jetzt nicht mehr animiert werden. Und aus diesem Grund tritt der Staat sofort ein als interessierte Partei. Warum? Weil ihm sein Eigentum sozusagen beschädigt wurde. Und Mord ist halt eine endgültige Beschädigung. Ja? Und normalerweise ist das dann abgeglichen, wenn der Täter oder die Täterperson dann für maximal 15 Jahre in eine Justizvollzugsanstalt gesteckt wird, wo sie sozusagen in einem verbrieften und gebondeten Warenhaus dann einsitzt. Und der Staat kann dann die kommerzielle Person verwenden, um sozusagen Wertpapiere herauszugeben im Namen dieses Mannes, der die dann auch immer automatisch garantiert, dadurch, dass er in dem gebondeten Warenhaus sitzt. Und so kann der Staat einen sozusagen diesen Verlust des getöteten oder der versenkten Person wieder gut machen. Das ist also, das ist so. Und das ist natürlich eine Art von Denkweise, wo man sich an den Kopf fasst und sagt, meine Güte, das ist ja pervers. Das ist das Resultat, wenn man glaubt, dass das kalte Denken, das kalte logische Denken und das Denken der Vernunft höher steht als das, was moralisch im Herzen sitzt des Menschen. Das ist das Resultat davon. Ja, Vernunft ist eine tolle Sache, aber sie muss auch einhergehen mit Moral. Und hier haben wir das Problem, dass die Moral abwesend ist von diesen
Gedankengängen. Aber es ist so, und weil es so nüchtern ist und so logisch ist, ist das auch ein Vorteil für uns, weil es uns befreit von komplizierten moralischen Betrachtungsweisen, die wir hier da machen müssten. Denn da wären wir als moralische Menschen immer unterlegen, da hätten wir eine Hemmung ständig und könnten uns nicht korrekt verteidigen. Ja, also wenn alles als Business betrachtet wird, dann sagen wir eben, gut, machen wir Business. Und da sind dann gewissermaßen in der Art und Weise die moralischen Kräfte natürlich, die stehen dann etwas hinten an. Das heißt jetzt nicht, dass man rumgeht und plündert und so weiter, aber dass man die Dinge genauso betrachtet und die dort abholt mit ihrem kühlen Konstrukt, wo sie selber stehen. Mit anderen Worten, man wird zum Spiegel dessen, wie die sich verhalten, und dann hat man auch eine Berechtigung, als Spiegel zu operieren, denn man muss sich ja nicht kaputt machen lassen. Also das nur als kleiner philosophischer Einschub hier. Also es ist Business. Alles ist Business. Und die Dinge in Gericht, die fangen an in rem. Also es setzt aus als eine Streitigkeit zwischen Sachen. Und die sind auf der einen Seite animiert durch den Kläger, auf der anderen Seite animiert durch den Beschuldigten. Sofern er auftritt, sofern er erscheint. Auftreten war jetzt das falsche Wort. Sofern er erscheint, das heißt, er ist wie ein Geist. Geister erscheinen, ja. Ein Geldschein scheint Geld zu sein, ja. Ein natürlicher Mann, ein natürliches Weib, oder lebendiger Mann, lebendiges Weib, die treten auf. Die erscheinen nicht, das sind keine Geister, sondern die sind ganz lebendig. Aber in den Gerichten heute erscheint man oder man erscheint nicht. Also diese Worte sind wichtig, dass man sich klar macht, in welcher Gerichtsbarkeit man ist. Und beim Notar ist es auch wichtig, nur als Hinweis hier, dass wenn man vor dem Notar einen Eid ablegt, dass man da dann nicht in die Formel, die der Notar, mit der der Notar sozusagen den Eid und die Signatur oder das Siegel bekräftigt, dass da nicht das Wort erscheint drin steht. Ja? Sondern war bei mir heute um die und die Uhrzeit ein Mann zugegen, der mir bekannt ist als. Der war zugegen. Das ist anders als erscheinen. Erscheinen ist immer eine Fiktion. Und man kann das auch einsetzen, das Wort erscheinen, wenn man ganz besonders hervorheben will, dass es sich um eine Fiktion handelt. Ich will nur den Unterschied klar machen. Das kann auch manchmal strategisch geschickt sein, wenn man von erscheinen spricht. Aber gut. So, und erscheint jetzt sozusagen der Beklagte und er fängt an, sich zu verteidigen vor dem Gericht, dann auf einmal wird die in rem Angelegenheit nach in personam umgewandelt. Und es ist jetzt nicht mehr, es bleibt jetzt nicht mehr wirklich streng in der Admiralität. Na gut, tut es kommerziell gesehen schon, aber jetzt auf einmal geht es nicht mehr um die Sache, jetzt haftet nicht mehr die Sache selber, sondern, und das wäre ja in dem Falle dann der Staat, sondern derjenige, der sich verteidigt und sozusagen damit sagt, ich habe ein kommerzielles Interesse an diesem Verfahren bezüglich der Person. Ja, der tritt da auf und zum Beispiel beschwert sich gegen eine Pfändung einer Bank oder durch eine Bank. Und dann sagt er damit, ich habe ein kommerzielles Interesse an dem fremden Geld oder an den fremden Werten, die da in dem Bankkonto sind. Denn derjenige, der tatsächlich auftritt, also der Mann oder das Weib, sind ja nicht der Eigentümer des Geldes in der Bank. Die Bank ist nicht Treuhänder für das Geld, sondern sie ist der Eigentümer des Geldes. Ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen hatten. Wenn nicht, kann ich das später dann vielleicht im Fragenteil noch mehr dazu ausführen. Aber die Bank ist der Eigentümer und nicht der Treuhänder, wobei der Kunde der Begünstigte ist. Ja? Das heißt, die Bank gibt dem Kunden nur eine gewisse Verfügungsgewalt im Umfang oder in dem Maße, wie als eine Summe auf einem bestimmten Konto zur Verfügung steht, nämlich dem sogenannten Kundenkonto. Und damit kann der Kunde machen, was er will, aber das Geld,
Was da drin ist, gehört ihm nicht. Er hat lediglich eine Verfügungsgewalt. Und man kann also, wenn dann jemand herkommt im Gericht und sich verteidigt oder eine Bank verklagt und sagt, ich habe aber ein Interesse hier, oder hör auf mit der Pfändung, dann sagt er, ich habe ein Interesse, ein Sicherungsinteresse an den Werten. Und das ist natürlich korrekt, das hat er natürlich schon, denn wenn seine Verfügungsgewalt gemindert wird, dann ist das ja auch eine Art von Vertragsbruch. Und jetzt ist er aber selten in einer guten Position als Sicherungsnehmer. Erstens mal etabliert er das gar nicht und zweitens mal ist er auch kein vorrangiger Sicherungsnehmer. Die Bank hat immer Vorrang, das Land hat immer Vorrang und das Finanzamt denkt auch, es hat immer Vorrang. Sich herausgestellt, dass das nicht so ist übrigens, aber gut. Die denken das erste Mal immer. Die haben Vorrang. Und dann sozusagen hält man immer die B-Klassen-Aktien in der Hand. Das heißt, man ist als Mann oder als Weib immer, hält man B- oder C-Klassen-Aktien am öffentlichen Wert in seinen Händen. Und alle, die die A-Aktien haben, die werden zuerst bezahlt und auch noch besser bezahlt. Das heißt, jetzt muss der natürlich sein Sicherungsinteresse vertreten. Und wenn er das nicht kann, dann verliert ihr. Und das heißt, das Gericht gibt der Bank recht, dass sie das Konto gepfändet hat zum Beispiel. Ja? Und dann hat derjenige, der für die Person erschienen ist, sozusagen sein Sicherungsrecht verloren und seine Verfügungsgewalt verloren. So sehen die das. Die überlegen sich nicht, dass da jemand vielleicht dann dadurch, dass dessen Existenz bedroht ist. Das überlegen die sich nicht. Das tun sie auch deswegen nicht, weil sie selber wissen, wie viele verschiedene Heilungsmöglichkeiten jemand hat, um sozusagen solche Dinge überhaupt generell zu vermeiden. Administrative Prozesse und so weiter, ja. So, das heißt, in dem Moment, wo jemand auftritt, ist das Ganze in personam und er sagt, das ist meine Angelegenheit und er haftet. So, jetzt hat er ein Sicherungsinteresse versucht geltend zu machen vor Gericht, indem er sich verteidigt oder indem er anklagt gegen eine Pfändung und er verliert und dann werden ihm die Kosten auch noch auferlegt. Die werden aber wirklich nicht ihm auferlegt, sondern auch wiederum der Person. Und der Schuldner sitzt natürlich an der Adresse, wo er wohnhaft ist, wo die Person wohnhaft ist. Haftung, wohnhaftbar ist. Und da ergeht dann die Rechnung hin. Und wer da auch immer sitzt an dieser Adresse, auf die der Schuldner registriert ist oder unter die der Schuldner registriert ist oder überhaupt eine natürliche Person registriert ist, von dem wird vermutet, dass er haftbar ist. Dass er die Sicherheit ist, die kommerzielle Sicherheit. Und deswegen, wenn man gerichtsfähig sein will, wenn man klagen will und verklagt werden kann, dann braucht man eine ladungsfähige Adresse. Also der Begriff Adresse ist immer mit Schuld verbunden, ist ein Begriff aus dem Kommerz. Das ist ganz was anderes als eine Anschrift. Also das Wort Adresse ist da, wo ein Schuldner im Kommerz sich aufhält und auch ein Gläubiger sein kann. Mit anderen Worten, wer das Wort Adresse verwendet, wo ist denn Ihre Adresse oder was ist Ihre Adresse? Der sagt immer, ich bin unter öffentlichem Handelsrecht im Kommerz des Königs tätig. Das heißt, ich bin bereit, mich diesem jederzeit zu beugen. Und jetzt können Sie sich vielleicht erinnern, wie ich ganz am Anfang mal gesagt hatte, dass in Deutschland die Menschen immer ihre Anschrift, davon gehe ich aus, unter ihre E-Mails setzen. Immer die ganze Anschrift mit allem drum und dran, mit Telefonnummer und Fax und E-Mail-Adresse und so weiter. Und Leute, damit zeigt man, ich bin ständig im Geschäftlichen, im Handel tätig. Da ist nichts mehr privat. Okay, das wird als Adresse interpretiert. Vor allen Dingen, wenn eine Postleitzahl drin steht, die nicht in eckigen Klammern ist, ja. Wenn Vor- und Zuname oder Nachname da steht, das wird nicht als Familienname gedeutet, das wird im Öffentlichen immer als erst einmal als Fiktion gedeutet. Da wird also eine Rechtsvermutung gemacht, dass es sich um eine
Adresse handelt, anstatt um eine Anschrift. Und das heißt, so geben sich die Menschen freiwillig immer in den Kommerz und sind im King's Commerce, also im Kommerz des Königs. Wir haben mal eine extra Sitzung, wo wir uns das genauer angucken. Das ist der öffentliche Kommerz, das ist der Kommerz derjenigen, die das System aufgebaut haben. Das sind hier die Könige wirklich. Und in dem sind wir, ob wir das wollen oder nicht, solange wir uns so verhalten. So, jetzt, was passiert technisch gesehen in einem Gericht, welches in der Admiralität in Rehm beginnt, wenn zum Beispiel eine Bank einen Schuldner verklagt oder einen Kunden verklagt bezüglich eines Darlehens? Erst einmal ist die Bank eine Sache, zweitens mal ist die verklagte Partei eine Sache, Person ist ja auch eine Sache, und dann haben wir doch auch noch die Res, um die es geht. Dann haben wir noch die Sache, um die es wirklich geht, also die Sache in der Sache, und das ist natürlich das Darlehen, beziehungsweise der Vertragsbruch, und da, oder besser gesagt, der Verzug. Der Verzug ist ein kommerziell liquidierbares Dokument. Ein Verzug hat Wert. Ein Verzug kann tituliert werden. Und die Bank ist immer die erste, die das tut im Falle eines Verzugs, die lässt diesen Verzug titulieren. Das ist ein spezieller Vorgang, da wird eine Versicherung auf den Wert dieses Verzugs, also dieses Defaults, abgeschlossen und mit dieser Versicherung geht die Bank ins Gericht und sagt, schaut, unsere Forderung gegenüber dem Darlehensnehmer, dem Beklagten oder der beklagten Partei, ist somit versichert. Und erst wenn das versichert ist, nimmt das Gericht die Klage überhaupt an. Und deswegen ist es so, warum Ihnen oft gesagt wird, Sie brauchen einen Anwalt, weil der Anwalt hat eine Versicherung und operiert versicherungstechnisch gesehen sozusagen auf Augenhöhe mit Richter und dem Anwalt der anderen Partei. Ja, also wenn man ins Gericht geht, braucht man Versicherung. Das ist mal wichtig. Wie war das früher? Nun, wenn in der Vergangenheit ein Gläubiger zum Sheriff gegangen ist, die waren damals Richter, übrigens in Schottland hat man immer noch Sheriffs, also im Sheriff Court, das ist also ein Richter, der kann beides sehen, der kann substanzielle wie auch Admiralitätsforderungen verhandeln. Also wenn man in ein Gericht ging damals, dann musste man das Gericht oder den Richter oder den Bailiff, also den Gerichtsvollzieher, versichern. Das heißt, man musste einen Bond geben im Wert der Forderung. Und das hatte man damals gemacht, indem man zum Beispiel, man konnte Gold hinterlegen, im selben Wert. Das heißt, wollte ein Gläubiger eine Schuld von 2 Goldpfund eintreiben, dann musste er zum Gericht und auch dort 2 Goldpfund hinterlegen erst einmal. Ja, denn das Gericht oder der Gerichtsvollzieher oder der Richter, der wollte sich sicher sein, dass im Falle, dass er ungerechtfertigt von jemandem diese 2 Goldpfund eintreibt, dass er ihn dann auch entschädigen kann, denn es galt, ein ungerechter Schaden muss auch ausgeglichen werden. Also eine ungerechtfertigte Forderung verursacht einen Schaden, welcher ausgeglichen werden muss. Das heißt, der Richter wollte versichert sein. Mit anderen Worten, beauftragt man jemanden anderen, etwas für einen zu tun, dann muss man ihn auch diesbezüglich versichern, damit er nicht sozusagen dann hinterher dasteht und in die Haftung genommen wird und sozusagen diese auf eigene Rechnung dann erfüllen muss, obwohl er gar nicht sein eigenes Interesse durchgesetzt hat, sondern das eines anderen. So, und es ist heute nicht anders, nur sind heute die Versicherungen nicht mehr substanzieller Natur, man bringt also kein Gold hin zum Gericht, sondern man legt eine Versicherungspolice vor. Und meistens wird das gemacht über Anwaltskanzleien, die speziell für Banken arbeiten. Wenn jetzt eine Bank ins Gericht geht, die sind auf spezielle Art und Weise versichert und die versichern dann den Verzug, indem sie einen Titel drauf bekommen von einer Versicherung. Das heißt, eine Versicherung wird der Underwriter, der Unterzeichner, der Garantie bezüglich des Wertes des Verzuges im Versicherungsfall. Der Underwriter
Im Englischen ist der Versicherer, also derjenige, der letztendlich haftet, der Underwriter. Und das ist der Unterschreiber, müsste man hier sagen. Das wäre korrekt übersetzt, der Unterschreiber. Unterschreiben Sie mal bitte hier. Das ist derjenige, der die Garantie abgibt im Kommerz. Und damit ist die Forderung versichert. Das Gericht wird die annehmen, aber das Gericht wird es auch nicht leichtfertig tun. Das heißt, wenn es jetzt natürlich um diese kleinen Standardverfahren geht, wie diese beschleunigten, Summary Procedures Verfahren, das ist das beschleunigte Mahnverfahren zum Beispiel, das ist Summary Procedure. Ja, da kann man zu jedem Gericht hingehen und unter diesem beschleunigten Mahnverfahren eine Forderung einbringen. Da braucht man zunächst mal überhaupt keine Beweise mit dazulegen. Da sagt man einfach, die andere Partei ist in Verzug und aufgrund dessen hat man eine Forderung und dann hat die andere Seite die Möglichkeit, das dem zu widersprechen. Und wenn sie das tut, dann erst kommt es zu einer Anhörung und dann werden auch Beweise gefordert. So. Jetzt, wie sieht es dann aus mit dem Beklagten? Nun ja, wenn der keinen Anwalt hat, dann ist er erst einmal nicht versichert und kann von der Warte her niemals wirklich ein Gerichtsverfahren gewinnen. Oder sagen wir so, ein administratives Verfahren. Es ist ein administratives Verfahren, also ein Verwaltungsverfahren wirklich im Bezug auf Admiralitätsangelegenheiten. Das ist also wichtig, dass man das weiß. Und wir werden später darüber sprechen, wie man also eigene Indemnity Bonds, also Bonds oder Schuldverschreibungen erstellt, die den anderen von der Haftung befreien. Das heißt, man übernimmt diese Haftung selber und schreibt diesen Bond gegen die eigene Freistellung, die man ja haben muss im Kommerz. Das ist sozusagen die ausgleichende Verbindlichkeit, die immer der Staat hält oder die andere Institution im Namen des Staates und so weiter. Es ist ja alles unterliegt dem Recht des Staates. Ja, der Name der Person unterliegt dem Recht des Staates, dem die Person angehört. Das ist ja wichtig. Also es geht um den Namen hier. Das heißt, aus dem Grund, wenn man selber auftritt für sich ohne Anwalt, und es ist ein höherwertiges Verfahren, wie zum Beispiel in Deutschland über 5.000 Euro, dann braucht derjenige einen Anwalt. Man geht davon aus, dass er bis 5.000 Euro sowieso selber haften kann. Jeder hat irgendwie Werte im Wert von 5.000 Euro und wenn nicht, dann macht man eine kleine Schuldbelastung bezüglich der Person. Aber wenn man dann zum Beispiel ins Landgericht geht und sich verteidigen will als Angeklagter, dann braucht man eine Versicherungspolice. Und die kann man auf die eine oder andere Art und Weise bekommen. Ja? Man kann auch zum Beispiel, wenn der Richter sagt, Sie brauchen einen Anwalt. Gut, geben Sie mir 10 Tage Zeit, ich versuche einen Anwalt zu bekommen. Und dann geht man zu 3 verschiedenen Anwälten, vielleicht auch einer Anwaltskanzlei, und trägt den vor und sagt den, so, hört mal zu, ich bin hier Sicherungsnehmer bezüglich dieser Angelegenheit. Ich will, dass ihr meine privaten Interessen als Sicherungsnehmer vertretet. Und im Falle, dass das schief geht, übernehmt ihr die volle Haftung. Sagt der Anwalt, nee, das machen wir nicht, das können wir so nicht vertreten. Ja, wie könnt ihr es denn vertreten? Nun, wir machen das, wir regeln das, Sie sind unser Mandant und Sie unterschreiben uns das hier. Und dann sagen Sie, das kann ich so nicht tun, denn damit bin ich haftbar für Ihre Handlungen. Das heißt, wenn der Richter sagt, der Angeklagte muss ins Gefängnis, dann können Sie ein Papier unterschreiben, was meinen Körper ins Gefängnis wirft, anstatt Ihren. Das geht so nicht. Das ist ein zu hohes Risiko, das bin ich nicht bereit einzugehen. Und sagt der Anwalt, na, dann können wir Sie nicht vertreten. Gut, dann gehen Sie zum zweiten Anwalt und machen das Gleiche und danach zum dritten. Und dann kommen Sie wieder vor den Richter und der Richter sagt, ja, haben Sie denn jetzt einen Anwalt? Habe ich gesagt, nein, ich habe das 3-mal versucht. Und alle 3 Anwälte haben abgelehnt. Und dann sagt das Gericht, gut, dann wird das Gericht Ihnen einstellen. Und dann sagen Sie, wunderbar, das sind die Bedingungen. Der Anwalt, den das Gericht stellt, ist voll und umfänglich haftbar. Das heißt, er muss meine Interessen durchsetzen, er muss meinen Anweisungen folgen und er darf nichts unterzeichnen,
wo ich nicht vorher in Kenntnis gesetzt wurde. Das heißt, ihm wird keine Generalvollmacht einfach nur dadurch übergeben, dass er mein Anwalt ist. Alles und jedes will ich sehen. Bei jedem Gespräch zwischen Richter, privat, öffentlich, will ich zugegen sein. So, und dann hat das Gericht ein Problem. Wenn Sie darauf bestehen, wird das Gericht in der Regel den Fall auf unbegrenzte Zeit vertagen. Dann hat man die Möglichkeit, kommerziellen Prozess privat auf privater Seite zu machen. Das ist also zum Beispiel beim Anwaltszwang. Oder aber, man kommt rein als Sicherungsnehmer, als Drittpartei und legt einen Bond vor und sagt, ich bin versichert, ich brauche keinen Anwalt, ich weiß, worüber ich spreche und ich bin hier, um dem Gericht zu helfen, diese Angelegenheit zu bereinigen. So kommt man rein ins Gericht, als Freund des Gerichtes, als Amicus Curiae, als Freund des Gerichtes. Das ist übrigens immer, wie man in ein Gericht reinkommen sollte. So, meine Notizen, die werde ich dann später unten reingeben, dass Sie das nachlesen können, die Begriffe, die heute hier gefallen sind. Also, das ist der Amicus Curiae. Das ist der Freund des Gerichtes. Und der Sicherungsnehmer, wenn man einer ist, dann am Ende dieses Kurses sollte man in der Lage sein, einer zu werden. Ja, der muss natürlich auf eine bestimmte Art und Weise auftreten. Das heißt, der kommt immer als Drittpartei ins Gericht und nicht als eine der Parteien, die schon da sind. Er kann aber sagen, dass der Beklagte schweigen muss, weil er als Sicherungsnehmer die Vollmacht hat, für diesen zu sprechen. Ja? Und er kann dann auch das Gericht schadfrei halten durch einen Bond, also sozusagen seine Forderung versichern oder sein Vorgehen vor Gericht versichern, um das Gericht schadfrei zu halten. Das sind natürlich alles Dinge, die das Gericht so nicht will. Die wollen ja immer den Euro haben, entweder als Giralgeld oder als Bargeld, meistens als Giralgeld. Und von daher werden die sich versuchen, dagegen zu wehren. Das ist klar, aber kommerziell technisch gesehen ist das genau der richtige Weg, denn man entehrt also das Gericht hier nicht. Man taucht da auf, man bringt seinen Punkt vor, Sicherungsnehmer, man vertritt diese Position, man sagt hier, dieses Gerichtsverfahren ist ein Hindernis bezüglich der Forderungen, die ich gegenüber der beklagten Person habe, also der natürlichen Person, und aus diesem Grund bin ich hier, um dem Gericht zu helfen, dieses zu erledigen, dieses auszugleichen. Und dann kann der Sicherungsnehmer zum Beispiel eine Annahme schreiben, ja, oder eine Promissory Note geben. Sprechen wir alle noch genau drüber, über alles noch genau. Und wenn das Gericht das dann nicht annimmt, dann kann der Sicherungsnehmer das Gericht diesbezüglich in Verzug setzen und sozusagen das Gericht selber bezüglich dieser Forderung, dieses Verfahrens, liquidieren lassen. Ja, das ist der Gedankengang dahinter. Das heißt, ein Gericht hat nicht einfach nur eine Schuld einem gegenüber, weil es nicht das tut, was man gerne hätte. Man muss sich schon korrekt verhalten. Das ist die eine Art und Weise, wie man mit dem Gericht umgehen kann. Eine andere Art und Weise ist, dass man seine administrativen Prozesse geltend macht und die auch durchsetzt. Das heißt, hat man eine andere Partei in den Verzug gesetzt, in der Art und Weise, dass der Verzug bedeutet, dass die andere Partei jetzt die Verbindlichkeit des Beklagten als ausgeglichen schon sieht, und dann geht sie trotzdem vor Gericht, dann ist das Erste, was man tun muss, wenn der Richter die Sitzung eröffnet, dann ist das erste Wort, was man sagt, Einspruch. Man steht auf und sagt, Einspruch. Und wenn der Richter sagt, ja, wir haben noch gar nicht angefangen, wogegen erheben Sie denn jetzt schon Einspruch? Da sagt man, gegen dieses Verfahren insgesamt. Aufgrund der Tatsache, dass diese Angelegenheit schon res judicata ist, dass der anderen Partei genügend Zeit gegeben wurde, die administrative Heilung, die der andere Partei übergeben wurde, abzulehnen und zu widerlegen, und sie dieses nicht getan hat und sie deshalb im Verzug ist, der einen Ausgleich dieser Angelegenheit bereits beinhaltet. Ja, da muss man sich seinen Satz zurechtlegen. Und
Dann sagt der Richter, dazu kommen wir später. Einspruch! Wogegen wollen Sie denn wieder Einspruch erheben? Gegen das Verfahren ganz allgemein und dagegen, dass wir dazu später kommen. Ich sage es Ihnen zum zweiten Male. Diese Sache ist bereits res judicata aufgrund der Tatsache, dass durch einen administrativen Prozess und Verzug der anderen Seite Gelegenheit gegeben wurde, dazu zu... und so weiter und so fort. Und sagt der Richter, macht er dann wieder weiter, dann sagt man zum dritten und zum letzten Mal Einspruch. Und dann wiederholt man das Gleiche wieder. Und wenn er dann wieder weitermacht, dann sagt man, Herr Vorsitzender, Sie da drüben, wenn man etwas unhöflicher ist. Ich habe Ihnen jetzt dreimal gesagt, dass diese Sache bereits abgeschlossen ist. Und dreimal haben Sie einfach weitergemacht. Jetzt setze ich Sie in Verzug und mache Sie mithaftbar bezüglich aller etwaigen Schäden und Forderungen, die ich dem Kläger gegenüber habe. Und damit ist das Verfahren beendet. Man hat das Gericht dann nicht entehrt. Man ist nämlich dort gewesen und man hat gesagt, man hat ein Einverständnis erzielt durch einen administrativen Prozess und das Gericht versucht, diesen zu ignorieren. Das heißt mit anderen Worten, wann immer das Gericht versucht, die eigenen Prozesse zu ignorieren oder unter den Tisch zu kehren oder den Teppich zu kehren, kann man mit dieser Taktik daherkommen. Das sollte man freundlich tun. Ja, aber das macht man erst einmal. Man kann auch nach dem dritten Einspruch weiterhin dort bleiben und dann gegen die einzelnen Punkte auch wiederum Einspruch einlegen. Denn es sind diese Einsprüche, die später genau beleuchtet werden im Falle, dass man in die Berufung geht, sind die Einsprüche. Und man muss auch gut immer aufschreiben, wogegen man Einspruch erhoben hat und das sozusagen mitprotokollieren. Vielleicht hat man jemanden, der mit neben einem sitzt und sozusagen die Schreibarbeit, das Protokollieren übernimmt. Ja, dass man selber genügend Zeit hat zu denken. Ja, es mag kompliziertere Verfahren geben, wo generell ein Verfahren von Bedeutung ist, aber man will jetzt nicht gegen das Verfahren insgesamt einen Einspruch einlegen, sondern gegen die einzelnen Punkte. Zum Beispiel, wenn man eine Gegenforderung stellt, und die hat man übrigens immer, wenn Sie administrativ die andere Partei in den Verzug gesetzt haben, zum Beispiel bezüglich einer Annahme, und Sie diese Annahme nicht verbucht. Ja, eine Nichtverbuchung einer Annahme ist keine Entehrung derselben. Eine Entehrung findet nur dann statt, wenn diese Annahme zurückgeschickt wird, ohne eine Begründung. Und die Begründung kann nur dahingehend sein, dass Defekte auf der Annahme selber vorhanden sind. Also Defekte, die der Annahme den Charakter eines Wechsels oder einer Promissory Note oder wie auch immer absprechen. Das wäre ein Defekt. Oder eine falsche Nummer drauf. Das kann auch ein Defekt sein. So. Man kann also dann generell mal einen Einspruch geltend machen am Anfang des Verfahrens, aber das Allerwichtigste ist, dass das, was man sagt im Gericht, dass man das immer dreimal genauso sagt. Und zwar bezüglich eines jeden Punktes. Das heißt, hat man das Gefühl hier, man will Einspruch dagegen erheben, dass der Richter jetzt den Kreditkartenvertrag oder den Darlehensvertrag ins Protokoll verliest, dann wird er nach dem ersten Einspruch sagen, abgelehnt und macht weiter. In dem Moment, wo man weitermacht, sagt man zum zweiten Mal Einspruch. Und dann sagt man wieder, dann wird er wieder sagen, abgelehnt und liest weiter. Dann sagt man zum dritten und letzten Mal Einspruch. Und dann wird er vielleicht fragen, ja, wogegen erheben Sie den Einspruch? Und dann sagt man das, was man zu sagen hat. Ja, oder aber der Richter lässt das einfach fallen und sagt, also gut, dann machen wir weiter mit was anderem. Und das heißt, man kann relativ viel Kontrolle ausüben über ein Gerichtsverfahren, wenn man die Einsprüche an der richtigen Stelle tut. Aber es ist nicht genug, in einem Gericht eine Sache nur einmal zu sagen. Ich gebe ein Beispiel. Wenn der Richter sagt, ja, Moment, wir lesen den Vertrag hier rein, weil Sie den unterzeichnet haben. Was ist denn das Problem damit? Sagt man, Einspruch, euer Ehren. Das Problem liegt nicht bei der Tatsache des Vertrages, sondern
Der Einspruch erfolgt aufgrund der Tatsache, dass die andere Partei bereits mir gegenüber zugestimmt hat, dass die Sache ausgeglichen ist. Sie ist im Verzug diesbezüglich. Sie hatte eine Gelegenheit zu sprechen und hat diese versäumt. Und wer nicht spricht, wenn er Zeit hat zu sprechen, dem darf hinterher kein Gehör mehr geschenkt werden. Das ist eine Maxime im Recht. Wer nicht spricht, wenn es an der Zeit ist zu sprechen, dem darf hinterher kein Gehör mehr geschenkt werden in dieser Sache. Der Richter kennt diese Maxime. Das heißt, der Vertrag ist hier völlig irrelevant. Ja? Und auf diesen Einsprüchen besteht man dann. Wenn der Richter weitermacht, sagt man genau das Gleiche wieder. Das braucht ein bisschen Übung. Genauso, wenn man irgendwelche Papiere eingegeben hat, Erklärungen unter Eid zum Beispiel vor Gericht. Immer Erklärungen unter Eid machen bezüglich des Gerichtes. Ja? Und dafür sorgen, Einspruch, Euer Ehren. Sagte, wogegen erheben Sie Einspruch? Wir haben noch gar nicht geklärt, ob Sie meine Erklärung unter Eid vorliegen haben. Na, da kommen wir noch dazu. Einspruch, Euer Ehren. Wir haben noch nicht geklärt, ob Sie meine Erklärung unter Eid vorliegen haben. Ja, und vielleicht wird der Richter etwas ungeduldig und sagt, also wenn Sie jetzt nochmal Einspruch erheben, dann werde ich Sie wegen Missachtung des Gerichts in die Haftung nehmen. Einspruch, Euer Ehren. Wir haben noch nicht zum dritten und letzten Mal, wir haben noch nicht geklärt, ob Sie meine Erklärung unter Eid vorliegen haben. Okay? Das heißt, man lässt sich nicht beirren, denn alles, was ein Richter sagt, und das muss man verinnerlichen, ist ein Angebot, ist ein Vorschlag, ist ein Ablenkungsmanöver. Richter und Anwälte wollen ein ambivalentes Verhältnis schaffen. Also ein Verhältnis, welches das klare Wasser verschlammt. Okay, das heißt, da wird mit Adjektiven um sich geworfen, das ist alles ungenau und unpräzise, Rechtsvermutungen stehen da im Raum und diese Dinge kann man nur dann effektiv außer Kraft setzen, wenn man weiß, wer man ist und wenn der andere, der Richter zum Beispiel, der Staatsanwalt und der Anwalt der anderen Seite auch erkennen, der weiß, wer er ist. Der lässt sich nicht beirren. Der lässt sich nicht durch eine Drohung des Richters beirren. Und wenn er dann trotzdem sagt, na, jetzt aber das Verwarnungsgeld, ich nehme Sie wegen Missachtung des Gerichts in die Haftung für 200 Euro, dann sagen wir, wissen Sie was? Ich nehme das Ganze für den Wert von 50.000 Euro an. Wie schnell können Sie mir das ausbezahlen? Ich bin nun mal etwas knapp an Geld. Okay, denn was der Richter hier macht, er bezieht die Freistellung. Und wenn Sie für einen Wert annehmen, der höher ist als das, für was er Sie beziehen muss, dann muss er den Rest Ihnen auszahlen. Das ist keine Sache, die man leichtsinnig machen sollte. Okay, also jetzt nicht jede Forderung von vornherein für einen sehr viel überhöhten Wert annehmen. Das geht nicht, das kann man mit Entehrungen machen. Wir sprechen über diese taktischen Fragen noch in der Zukunft. Aber ein Gerichtssetting ist ein rein kommerzielles, administratives Setting. Und das Einzige, wo ein Gericht wirklich substanzielle Gerichtsbarkeit hat, ist, wenn es den Admiralitätsvertrag in die Beweisaufführung bringt, die mich in personam, also hier als Mann, privat, wirklich haftbar macht. Okay, und diese Verträge bringen die nie ins Gericht. Es muss irgendwo einen internationalen maritimen Vertrag geben, ein Vertrag in der Admiralität, der alle Männer und Weiber oder die Personen haftbar machen kann für die Staatsschulden. Diesen Vertrag muss es geben. Und wenn der nicht in die Beweisaufführung in einem Verfahren genommen wird, und dabei spreche ich jetzt von Verfahren, die der Staatsanwalt anzettelt zum Beispiel, ja, dann gibt es also keinen Vertrag, der mich per se haftbar macht, sondern es ist lediglich eine Verhandlung. Es ist eine Suche nach einer Sicherheit auf eine bestimmte Schuld. Also da machen Sie sich Gedanken drüber, wie man diese ganze Sache, so ein Gerichtsverfahren, aufrollen kann. Und das nächste Mal sprechen wir eher über Strategien im Gericht und das machen wir dann ein bisschen als Rollenspiel auch. Das heißt, da werden wir zwei oder drei hernehmen. Der eine agiert als Staatsanwalt, der andere als Richter. Und der dritte als Beklagter. Und da machen wir ein bisschen Rollenspiel, um zu sehen,
wieder das Verständnis da ist, ja, oder was dafür ein Verständnis da ist. Das ist freiwillig, ich werde niemanden aufrufen und hier vorführen, aber es ist wichtig, dass man mal so das Gefühl bekommt, was sagt man? Und vor allen Dingen, wer ist man? Okay, denken Sie dran, Sie sind die Quelle der Energie im Staat. Und alles andere, was Sie diesbezüglich benachteiligt hat, auch zum Beispiel die Erschaffung von Robotern und Computern, ist ausgetragen worden auf Ihrem Rücken und auf dem Rücken Ihrer Eltern und Ihrer Großeltern. Das heißt, Sie haben eine Forderung. Und insgesamt haben die Menschen eine Kollektivforderung gegen die Banken, die so astronomisch ist, dass es erst einmal kein Wort gibt für diese Zahl, und zweitens mal, dass die niemals, niemals diese Schuld wieder ausgleichen können, die Eliten, die dafür verantwortlich sind.